erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Ist Moskaus Vorpreschen gefährlich oder ein sensationeller Erfolg? Russland hat heute als erstes Land einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Allerdings ohne sich dabei an die internationalen Teststandards zu halten. Das löst bei Forschern und bei Ärzten weltweit massive Bedenken aus. Denn bisher lassen sich weder die Wirksamkeit noch mögliche Nebenwirkungen des russischen Mittels wissenschaftlich fundiert beurteilen. Es klingt nach Weltsensation, was Präsident Putin heute verkündete: die Zulassung des ersten Impfstoffes. Ich weiß, dass dieser effektiv ist, eine stabile Immunität entwickelt und alle notwendigen Tests durchlaufen hat. Hier wurde er entwickelt, der neue Impfstoff, im Moskauer Gamaleya-Institut. Schon im Oktober soll mit dem Impfen begonnen werden. Doch getestet wurde nur an wenigen Freiwilligen. Parallel zur Produktion soll es weitere Studien geben. Unverantwortlich nannte das bereits in der letzten Woche der Impfstoffforscher Vitali Zverev. Das, was da jetzt geschaffen wird, ist etwas absolut Neues. Solche Impfstoffe gibt es noch nicht. Wir wissen nicht, wie er sich verhält und was passiert, wenn man sich mit dem Virus ansteckt. Wir wissen auch nicht, wie lange die Immunität anhält. Auch eine Vereinigung von Pharmafirmen kritisiert jetzt die überhastete Zulassung. Wir meinen, dass es zu schnell gemacht wurde, weil es keine wirkliche Information über den registrierten Impfstoff gibt. In dieser Situation müssen wir die Gesellschaft vor der möglichen Gefahr warnen, dass ein nicht genug erforschtes Produkt auf den Markt kommt. Trotz all dieser Warnungen, 30 Millionen Impfdosen sollen noch in diesem Jahr in Russland hergestellt werden. Weitere 170 Millionen sollen Firmen im Ausland in Zukunft produzieren. In Moskau ist jetzt Jo Angerer zugeschaltet. Herr Angerer, könnte dieser russische Impfstoff trotz all der Kritik, die wir gerade gehört haben, ein Durchbruch bei der Bekämpfung des Coronavirus sein? Naja, könnte ein Durchbruch sein, wenn er dann wirksam ist und keine allzu großen Nebenwirkungen hat. Das wissen wir alle nicht. Und das ist ja genau das, was die Kritiker, die Wissenschaftler jetzt an diesem überhasteten Vorgehen Russlands kritisieren. Das kann natürlich ein Durchbruch sein, kann aber genauso gut sein, dass es Nebenwirkungen gibt, dass es Gefahren gibt. Und das wäre die größte Nebenwirkung eigentlich, wenn der Impfstoff nicht wirkt, aber die Leute sich alle in einer trügerischen Sicherheit wähnen würden. Nun bemängeln Kritiker auch und vor allem, dass die dritte Testphase verkürzt wurde. Warum ist diese dritte Phase so wichtig? Die ist deswegen so wichtig, weil eben mit sehr vielen Probanden, also um die 10.000 normalerweise, über einen längeren Zeitraum gearbeitet wird. Dann sieht man, wie viel stecken sich an, hat der Impfstoff gewirkt, hat er nicht gewirkt, hat er vielleicht Nebenwirkungen, die wir bislang noch gar nicht kennen. All das ist eigentlich die wichtigste klinische Phase und Russland hat die jetzt sehr stark verkürzt und das ist das Problem. Und das war Jo Angerer mit Informationen aus Moskau. Vielen Dank. Unterdessen breitet sich das Coronavirus immer schneller aus. Ende Juni, 6 Monate nach Beginn der Pandemie, lag die Zahl der bis dahin Infizierten bei 10 Millionen Menschen weltweit. Heute, nur weitere 6 Wochen später, meldet die Johns Hopkins Universität bereits doppelt so viele, nämlich insgesamt 20 Millionen Menschen, die sich demnach bisher mit dem Virus infiziert haben. Die meisten von ihnen in den USA, in Brasilien und Indien. Deutschland bleibt heute knapp unter der Marke von 1.000 Neuinfektionen pro Tag. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut 966 neue Fälle. Für Schutz sorgen soll die sogenannte AHA-Regel, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Doch an die wollen sich nicht alle halten. Die Bundesländer gehen ganz unterschiedlich mit Verweigerern um. Nordrhein-Westfalen versucht es von heute an mit einem hohen Bußgeld für Maskenmuffel. Maskenpflicht bei 34 Grad heute in Köln. Die meisten halten sie trotz Hitze ein. Für alle anderen gilt von morgen an in Nordrhein-Westfalen ein neues Bußgeld. Wer in Bus und Bahn keine Maske trägt, muss 150 Euro bezahlen. Sicherlich über 10, vielleicht 20, sogar 30% in einigen Zügen.
Und das ist einfach unsolidarisch mit den Schwächsten der Gesellschaft. Und genau deshalb müssen wir jetzt auch mit Bußgeldern und über Kontrollen da besser werden. Strafen gegen Maskenverweigerer. Bundesweit ist das bislang nicht einheitlich. Länder wie NRW, Bayern, Berlin und einige andere haben Strafen auf den Weg gebracht. Hamburg hat sie angekündigt. In den übrigen Ländern ist bislang nichts vorgesehen. In NRW reagieren einige Städte und Gemeinden allerdings zurückhaltend auf die neue Verordnung. Die Kontrolleure der Verkehrsbetriebe seien nicht berechtigt, Bußgelder zu verhängen. Das sei Sache von Ordnungsamt und Polizei. Eine Durchsetzung damit schwierig. Ein weiteres Problem, die Nachhaltigkeit der Kontrollen, wie hier in Hamburg. Fahrgäste werden zwar ermahnt und demnächst auch zur Kasse gebeten, von Dauer sei der Effekt aber nicht. Das Problem an der Geschichte ist, die Leute setzen dann meistens die Maske auf. Sobald wir aber wechseln oder sobald die Zugtüren zugehen, können wir dann auch nichts mehr machen. Und dementsprechend machen sie es nur für den Moment. In NRW gilt ein Verstoß gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn von morgen an offiziell als Ordnungswidrigkeit. Das Bußgeld darf dann sofort verhängt werden, ohne vorherige Ermahnung. In Belarus reißen die Proteste gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl nicht ab. In Minsk gingen am Nachmittag erneut viele Menschen auf die Straße. Genau wie internationale Kritiker zweifeln sie den hohen Wahlsieg von Präsident Lukaschenko an. Der hat den Demonstranten unverhohlen mit Gewalt gedroht. Scharfe Kritik kam auch von der EU. Brüssel erwägt neue Sanktionen gegen die Regierung in Minsk. Die Oppositionspolitikerin und Herausforderin des Präsidenten Tichanowskaja hat sich unterdessen nach Litauen abgesetzt. Oppositionskandidatin Tichanowskaja kurz vor ihrer Ausreise. Sie wirkt gebrochen, liest von einem Zettel ab. Ich bitte euch, widersetzt euch nicht der Polizei, geht nicht auf die Plätze raus oder bringt euer Leben in Gefahr. Tichanowskaja ist wohl stark unter Druck gesetzt worden. Sie ist zu ihren Kindern nach Litauen gefahren. In der Nacht war die belarussische Spezialpolizei wieder gegen Demonstranten vorgegangen. In mehreren Städten demonstrierten Tausende gegen das Wahlergebnis, das nicht nur sie für gefälscht halten. Die Spezialpolizei feuert Gummigeschosse und Blendgranaten. Es gab einen Toten und Verletzte. Wie lange kann man so eine Situation denn aushalten, sagt er. Ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Das sind alles Bekiffte, sagt der Präsident. Die haben Drogen genommen, deshalb reagieren wir so hart. Wir müssen dieses Feuer sehr schnell austreten. Demonstranten hatten vergangene Nacht auch Barrikaden aufgebaut. Für heute hatte die Opposition zu einem Generalstreik aufgerufen. Bisher gibt es aber wenig Hinweise darauf, dass viele dem Aufruf gefolgt sind. Für den Abend sind wieder Proteste geplant. Auch Außenminister Maas hat Zweifel an dem offiziellen Wahlergebnis in Belarus geäußert. Am Rande von Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov schloss Maas heute neue EU-Sanktionen nicht aus. Bei dem Treffen in Moskau ging es um internationale Krisenherde und andere Konfliktthemen. So wiesen Lavrov und Maas die US-Kritik am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zurück. Kein Staat habe das Recht, der Europäischen Union die Energiepolitik zu diktieren, so Maas. Eine Woche nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut befindet sich der Libanon in einer schweren Krise. Noch immer suchen Rettungsteams nach Opfern der Katastrophe. Die Zahl der Toten ist auf 165 gestiegen. Rund 6.000 Menschen wurden verletzt. Und nun heißt es, die inzwischen zurückgetretene Regierung soll von der Gefahr gewusst haben. Sicherheitsexperten hatten im Juli vor den Risiken durch die im Hafen gelagerten Chemikalien gewarnt. Das ist das Werk meiner Regierung. Für viele ist die Schuldfrage geklärt für die Katastrophe am Hafen von Beirut. Die Regierung habe die Risiken bewusst in Kauf genommen, die Bevölkerung im Dunkeln gelassen. Wenn wir gewusst hätten, was hier gelagert wurde, hätten wir die Arbeit eingestellt und wären dagegen auf die Barrikaden gegangen. Staatspräsident Aoun muss sich drängenden Fragen nach seiner Verantwortung stellen. Im Sender seiner Partei schiebt er die Schuld anderen zu. Er selbst allerdings wurde in einem Bericht von Sicherheitsexperten am 20. Juli vor den Risiken gewarnt, wie er einräumt. Alle wussten, was los ist. Ich habe die Verantwortlichen über diesen Bericht informiert und sie direkt angewiesen, das Nötige zu tun.
Geschehen allerdings ist nichts. Nun ringt der Libanon um einen Neuanfang. Aus den Trümmern wollen die alten Eliten eine Regierung mit neuen Köpfen formen, aber weiter die Strippen im Hintergrund ziehen. Das zumindest glaubt die Politikwissenschaftlerin Leila Nicola. Sie erpressen die Menschen immer wieder. Sie drohen manchmal sogar mit einer Neuauflage des Bürgerkriegs. Deshalb ist es so schwierig, die alten Machtstrukturen aufzubrechen. Mit den alten Rezepten die Not von Millionen Menschen lindern, das kann kaum gelingen, wie die meisten hier glauben. Sie wollen den Druck der Straße hochhalten auf die alten Eliten. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Finanzgeschichte, der Fall Wirecard. Noch sind viele Fragen offen, etwa wie der DAX-Konzern vorbei an Wirtschaftsprüfern, der Banken und Finanzaufsicht Luftbuchungen in Milliardenhöhe vornehmen konnte. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung gab die beim Finanzministerium angesiedelte Geldwäschebekämpfungseinheit des Zolls, FIU, offenbar zahlreiche Hinweise auf Unregelmäßigkeiten nicht weiter. Eine Trutzburg gegen Geldwäsche, Terrorfinanzierung und eigentlich auch gegen sonstige Finanzstraftaten soll sie sein. Die Financial Intelligence Unit, kurz FIU, eine Spezialeinheit des Zolls. Sie sammelt Hinweise über verdächtige Transaktionen, wertet sie aus und leitet Verdachtsfälle an die Strafverfolger weiter. In Sachen Wirecard aber ist sie ihrer Aufgabe wohl nur unzureichend nachgekommen. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung hat die FIU über Jahre etwa 100 Meldungen über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard erhalten. Nur ein Bruchteil davon erreichte die zuständige Staatsanwaltschaft. Erst seit Bekanntwerden des Skandals wurde nachgeliefert. Das ist mit tödlicher Sicherheit kein Einzelfall, weil wir in der Vergangenheit schon viele Fälle gesehen haben, wo Tausende von Euros uns durch die Lappen gegangen sind, weil die Meldungen zu spät in den Ländern angekommen sind. Und wir wissen über die Abertausenden von Meldungen, die derzeit noch auf Halde liegen und müssen deswegen davon ausgehen, dass dort noch zahllose weitere Skandale schlummern. Die zuständige Generalzolldirektion beharrt darauf, die FIU sei ihrem Auftrag der Geldwäschebekämpfung umfassend nachgekommen. Für Bilanzfälschung etwa sei sie nicht zuständig. Das sieht die Linke völlig anders. Es ist ja so, wenn ich zur Feuerwehr gehe und sage, ich habe eine Leiche im Keller, dann sagen die auch nicht, gehen Sie mal zur Polizei. Wir sind hier nicht zuständig, sondern die müssen sich darum kümmern. Insbesondere Finanzminister Olaf Scholz, so die Linke, lasse das Chaos bei der FIU laufen. Gemeinsam mit Grünen und FDP prüft man derzeit die Einsetzung eines Wirecard-Untersuchungsausschusses. Und jetzt mal was Positives aus der Autoindustrie. In China boomt der Fahrzeugabsatz. Im Juli wurden dort fast 8% mehr Autos verkauft als im Juli des Vorjahres. Und sehr gefragt waren dabei auch Oberklasse-Limousinen deutscher Hersteller. Bettina Seidel, wie wirkt sich das bei den Automobilaktien aus? Die Aktien sind extrem gefragt heute. Daimler, BMW und VW gewinnen zwischen 3 und 5%. Die Aktie des Autozulieferers Conti sogar um 8%. China ist immerhin mit der mit Abstand größte Automarkt der Welt und für die deutschen Autokonzerne extrem wichtig. Im Juli war jeder vierte verkaufte Neuwagen in China, made in Germany. Die Hoffnung ist groß, dass in Europa und Nordamerika die Autogeschäfte ähnlich schnell wieder in Gang kommen. Das schlägt sich in der Börsenstimmung insgesamt nieder. Der DAX legt heute 2% zu auf 12.942 Punkte. Der russische Impfstoff hat dazu mit beigetragen, trotz der ganzen Risiken, die damit verbunden sind. Und das war Bettina Seidel von der Frankfurter Börse. Vielen Dank. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen im Norden und im Osten sonnig und trocken, im Westen und im Süden stellenweise Hitzegewitter mit der Gefahr lokaler Unwetter. 24 bis 36 Grad. Und das war unsere Tagesschau um 5. Jetzt kommt Brisant. 20 Uhr dann wie gewohnt die nächste Tagesschau. Einen schönen Abend noch.